Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Void Train. Wir waren dabei, hier auszubauen. Und zwar so Handrails, also quasi Geländer. Dazu müssen wir noch zwei Schrauben herstellen. Und dann können wir das machen. Ich bin mal gespannt, weil wir ja hier ein bisschen erweitern wollten, unseren Zug, weil uns ein bisschen Platzmangel herrscht. Weil wir ja jetzt eine Workbench 2 haben, die wir bauen können. So. Da ging es ja nicht, ne? Ach, da geht's auch. Ach, das geht über den ganzen Zug, kann man das bauen. Soll ich das lieber da machen? Oder lieber hier? Plattform. Achso, nee, nee. Wie gesagt, hier können wir, glaube ich, nichts machen. Hier gehen auch keine Handrails, ne? Nee, da geht's nicht. Das geht, glaube ich, nur an der Hauptdings. Ich mach das mal ganz vorne hin, komm. Haben wir gebaut. Das ist ja witzig. Gibt auch ein bisschen Schutz, muss ich sagen, ne? Müssen wir zwar immer drüber hüpfen, aber ich finde, es gibt ein bisschen Schutz. Sieht ein bisschen stylischer aus. Sieht jetzt auch ein bisschen mehr aus wie ein Zug. Hatten wir die Kiste noch gar nicht offen gemacht? Ich will hier rauf. Okay, ja. Ja, ja, so langsam wird's. Sieht's nach Zug aus, ich bin mir aber nicht sicher. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, durch unsere Erweiterung, unsere Workbench 2 fehlt uns, ne? Hier. Wir brauchen noch zwei Schrauben. Den Rest haben wir alles. Das heißt, wir brauchen zwei Barren, die wir nicht herstellen können. Dafür brauchen wir nochmal ein Barren. Einmal Scrap Metal. Und zwei Barren. So. Da wird das Holz nicht reichen, sehe ich gerade. Und dann bauen wir die Workbench 2. Und dann gucken wir mal. So. Ja, wir brauchen Holz, ich weiß. Nee, hat's noch hinbekommen. Sehr schön. Manchmal klappt das sogar noch. Dann gehe ich mal eben die Ressourcen holen, die wir brauchen dafür. Brauchen wir Holz? Schrauben, genau. Vier Schrauben brauchen wir. Ach, Quatsch. Wir brauchen ja nochmal. Wir brauchen ja nochmal zwei Barren. Der Daus. Das ist ein Hin- und Hergerinne hier. Ich weiß. Gut. Zwei Schrauben haben wir schon mal. Ja, mit den Waffenteilen weiß ich noch nicht. Wir wollen auf jeden Fall auch die Waffen auseinandernehmen. Zumindest hier die schon mal. Das ist unsere aktuelle. Durch die mal vielleicht mal auseinandernehmen hier. Ich weiß gar nicht, ob man Waffenteile stacken kann. Das weiß ich gar nicht. Warte mal, Change. Da ändert sich nichts. Auch nicht. Ah, da kriegen wir ein bisschen Handling besser. Ja, plus 0,4, das machen wir mal. Das ist auf jeden Fall schlechter. Magazingröße, ja, plus 4, nehmen wir. Sehr schön. Feuerrate, Stabilität und Entfernung, ja, nehmen wir. Boah, geil, guck mal, wie es jetzt aussieht. Reparieren, brauchen wir einmal. Ah, die geht doch noch kaputt. Guck mal, die sieht mittlerweile ganz anders aus. Voll cool, feiere ich ein bisschen. Ja, wir brauchen gleich einmal, sag mal schnell. Wir brauchen gleich einmal... Oh, fuck. Mist, jetzt habe ich keinen Platz mehr für Waffenteile. Oh, hier ist auch noch eine Waffe drin. Oh, ich kotze im Strahl. Heißt also... Ja, ich werde mal was entsorgen.
Ganz ehrlich. Die anderen Waffen gucken uns gleich alle an. Ich würde sagen, wir gucken gleich mal, dass wir die Waffen vielleicht irgendwie noch ein bisschen getoppt kriegen. Hä, hey, warte mal, wieso 18? Ah, 22, ne? Ja, genau. Dann können wir jetzt auch Munition sammeln. Theoretischerweise. Ja, habe ich doch gewusst. 150 ist das Maximum. Also 172 ist das Maximum, was man haben kann. Sehr schön. Gut. So. Also, jetzt erstmal als erstes erstmal die Workbench 2. Ich mal rotate. Ist das richtig rum? Kann das gar nicht richtig sehen. Warte mal, so rum. Ja, doch, so rum ist richtig rum. Platziere ich hier neben. Oder? Oder, warte mal. Oder platziere ich die so? So sparen wir ein bisschen Platz, ne? Steht die nicht so mitten im Raum? Warte. So. 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 Oh, sehr schön. Ja, so gefällt mir das besser. Definitiv. So, was haben wir denn da? Ach du Heiliger. Study Bolts. Stahlbolzen. Oder beziehungsweise, ja. Die brauchen wir bestimmt für irgendwas. Okay. Nichtsdestotrotz. Wir haben Schrauben über. Kann gar nicht sein. bevor ich das jetzt vergesse. Und den ganzen Kram hier, was wir so übrig haben, teilweise an Stahl und so ein Kram, packe ich mal da unten rein. So, was wollte ich jetzt? Ich wollte die Waffen auseinandernehmen, ne? Und gucken, was wir brauchen, was wir nicht brauchen. Den Rest packe ich alles, schmeiße ich alles weg. Hier, Waffe. Change. Das ist unsere aktuelle. Die tun wir auseinandernehmen. Erstmal alles weg. 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 Achso, wir wollen unsere Waffe auch reparieren, ne? Aber wenn die kaputt geht, ist nicht so schön. Und dann würde ich sagen, chainen wir mal die hier und gucken wir mal, ob wir irgendwie was verbessern können. Das ist minus 2 Akkuratität. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Ob sie akkurat ist oder nicht. Hier passiert gar nichts beim Griff. Beim Lauf wird es schlechter. Magazin auch schlechter. Da wird es besser, aber die Entfernung und die Stabilität wird schlechter. Ja, Feuerrate und ja... Nee. Heißt also, der ganze Krempel kann eigentlich weg. Brauchen wir alles gar nicht. Brauchen wir nicht. Müll nur zu. Weiß nicht, ob ihr da Ideen habt, ob man da später... Oh, Alter, wir haben so viele Waffenteile, ne? Uff. Ob man damit irgendwas machen kann, noch mit den anderen Waffenteilen. Ob man da gut klar, ne? Für Dings. Gibt ja auch für Revolver-Sachen. Handling minus 03. Nein. 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 Okay. Ich würde sagen, wir schmeißen das erstmal wieder weg. Das brauchen wir alles gar nicht. Das ist alles so überflüssig. Es müllt nur zu. Meiner Meinung nach jetzt. So, schauen wir mal. Change. Auch schlechter. Gar nichts passiert da. So. Nein. 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 Hatten wir schon. So, Magazin. Auch nicht. Nee. Okay. Korrigiert mich, wenn ich das jetzt wegschmeiße und ihr dann nachher sagt, nein, was macht der denn da? Der schmeißt alles weg. Da gibt's ja noch bessere Waffen. Ganz ehrlich, ist mir jetzt egal. Aber somit haben wir wieder... wir haben noch eine Waffe zum Auseinandernehmen. Weil... Ich fühle das nicht, dass wir das hier so voll haben im ganzen Inventar.
und das uns Ganze so vollmüllt. Not enough space, okay. Warte mal. So, jetzt aber. Das bleibt gleich. Das ist schlechter, der Griff. Plus 1 Händel, 0,1 Handling. Ja, machen wir mal. Kann ja nicht verkehrt sein, ne? Ja. Ja. Stabilität wird schlechter und Feuerrate wird schlechter. Minus 60. Klar, die... Akkurat plus 35 und 7 Damage plus. Ja, egal. Egal. So, dann schmeiße ich das auch mal weg. Wir entsorgen das mal. Hier war noch ein Magazin drin. Irgendwo war noch was drin. Da. So, Change. Change my life. Das ändert gar nichts, nur optisch. Minus 0,5 Handling. Nee. Reload Speed. Warte mal, Reload Speed minus. Ist eigentlich gut, ne? Reload Speed eigentlich, oder? Aber da, ah, okay. Die Munitionsgröße, also die Kapazität geht runter bei Mag. 8 oder 5. Ja, nee. Hier ist nichts, okay. Gut. Also ich würde sagen, wir haben erstmal das Maximale der Gun rausgeholt. So. Die Müllbox ist voll, aber ich würde die Waffe einmal reparieren, weil wir gerade zweimal Scrap Metal haben. Ah, nee, wir brauchen zwei... Nee, hab ich doch zweimal, oder nicht? Hab doch zweimal Scrap Metal. Wieso kann ich das denn nicht reparieren? Ach doch, hier. Jawohl, juhu. Sehr schön. Ja, nichtsdestotrotz haben wir dann soweit alles. Das heißt, wir müssen sammeln gehen, ne? Ressourcen. Die Workbench hat jetzt gar nichts gebracht. Als nächstes müssen wir den Sterilisierer wieder haben, weil ich würde da hinten gerne noch ein bisschen Barren brennen. Weil wir haben jetzt... Haben wir keine Barren mehr? Nein. Hier ist noch ein bisschen Kohle drin. Weil ich hätte gerne... Moment. Einen Moment bitte. Ich würde gerne weiter researchen. Okay, wir brauchen 6 Barren von den gelben. Also 6 gelbe Barren. Was brauchen wir denn dafür? Lass mal eben einmal schauen. Oh, wir müssen essen, trinken. Oh, sehe ich gerade. Ja, trinken. Trinken, trinken, trinken. Essen müssen wir herstellen. Machen wir das mal eben. Trinken würde ich auch gleich nochmal herstellen. So, wir werden jetzt nicht verhungern, so ist es nicht. 6 Barren, habe ich gesagt, ne? Was brauchen wir denn dafür? Zink. 6x Zink, 6x Kupferbarren. Sechsmal Zink, 6x Kupferbarren. Wir brauchen Scrap Metal. Also brauchen wir noch 5 Kupferbarren, sagst du? Dazu brauchen wir 5x Chemikalien. Ah, ja. Moment. 5x Chemikalien. Kriegen wir hin? Haben wir. Ist bei Chemikalien 1 noch 4. Das heißt, ich würde hier noch einen aufteilen. Und dann stellen wir das mal her. 5 Kupferbarren. Ach, ist das schön. Ein bisschen rumexperimentieren. Holz müssen wir noch hinzufügen. Haben wir ja, glaube ich, noch, ne? Ja, haben wir noch. So, ich esse mal eben. Können wir nochmal herstellen? Ja, 2 Stück. Sehr gut.
So, ich habe nochmal Feuerholz reingepackt. Hier waren wir nochmal eben aufs Essen. Da müssen wir, glaube ich, auch nochmal nachlegen. Trinken würde ich mir auch gleich nochmal herstellen. Ach, da brauchen wir zwei. Okay, alles klar. Gut. Essen, essen. Trinken. Das sieht doch ganz gut aus. Dann sind wir hier unten soweit wieder voll. Aber nichtsdestotrotz haben wir, glaube ich, jetzt alles, was wir benötigen, ne? Ich meine ja. So, was haben wir gesagt? Sechs brauchen wir, ne? Die Kohle wird wahrscheinlich eh nicht reichen für sechs Barren. Also, das wird nicht funktionieren. So. Ja, das wird nicht reichen. Den Sterilisierer können wir mal herstellen. Was brauchen wir denn dafür noch? Was war das denn? Was brauchen wir denn dafür noch? Da war noch irgendwas. Ja, das war's. Gut, ich guck mal eben. Die grüne Flasche brauchen wir dafür. Und was noch? Ach so, Nahrung. Ach ja, da war ja was. Holz müssen wir gleich nachlegen. So, einen haben wir schon mal. Ich brauche Holz. Holz haben wir genug. Da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Holz haben wir auf jeden Fall jede Menge. So, mal gucken, wie weit wir mit dem Sterilisierer kommen. Ich bin mir nicht sicher. So, zwei Stück stellen wir noch her. Weiß gar nicht, wie viel haben wir da? Fünf, ne? Null haben wir im Inventar. Drei haben wir davon noch. Zwei brauchen wir immer. Reicht nicht, ne? Ja, okay. Wir müssen noch einmal Nahrung dafür haben. So, den nehme ich mit. Wir haben insgesamt fünfmal Sterilisierer. Das ist sehr schön. Heißt also, wir können hier nochmal Gas geben mit fünf. Geht natürlich schneller weg wie Kohle, ist klar. Ob es reicht, weiß ich nicht für die vier Barren. Schauen wir mal. Den Zink packe ich gleich mal hier wieder rein. Das grüne Fläschchen kann... Ja, hier oben erstmal rein. So, der Kupferbarren, der kann hier wieder mit rein. Wir haben noch drei Stück. Doch, das dürfte reichen, wenn ich es richtig sehe. Aber wir brauchen ja noch viel, viel mehr. Wir müssen ja die anderen Sachen auch noch researchen, ne? Sprich hier dieses, was noch auf der Research-Bank ist, diese, waren das Pipes? Ich weiß gar nicht, wie sie, diese Brass-Pipes oder wie die sich schimpfen? Irgendwie sowas? Währenddessen mal eben ein Käffchen ein. So. Aber ich finde, es tut jetzt nicht so Not, jetzt hier, wie gesagt, die Kamera anzuhaben. Deswegen habe ich jetzt einfach mal mich dafür entschieden gehabt, ohne Kamera zu streamen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Flexi. Moin. Ja, alles gut. So, und jetzt brauchen wir... Aber nee, Wire brauchen wir, ne? Wire. Ich habe einen Ring um meinen Wire. And it burns, burns, burns. Aber mit dem Sterilisierer geht das eigentlich, wenn wir Nahrung sammeln. Das kann man damit gut machen. So, ich würde sagen, wir machen erstmal die Pipes. Ah, wir brauchen noch einmal Wire. Okay, alles klar. Ja, warte. Warte mal, Moment. Wir brauchen eben mehr Kupferbarren. Weil ich habe nämlich gerade schon gesehen, dass wir das normale Wire haben und nicht die Wire-Banderole. Heißt also, wir brauchen Chemikalien. Ich stelle nochmal ein paar Kupferbarren her. Ja, den einen Kupferbarren nehme ich da hinten nochmal raus.
Boah, jetzt sind wir aber ja ganz schön lange am rotieren gewesen, ne? Hier auf dem Depot. So. Oder sind dabei am rotieren immer noch. So, wir brauchen hiervon noch einen. Von dem Copper Wire und den Copper Pie brauchen wir auf jeden Fall auch noch was. Ich muss mal eben schauen, was wir vom Copper Pie noch brauchen. Dann kann ich das schon mal herstellen im Voraus. 3 Stück auch. Das können wir researchen, das können wir gleich mal machen. 3 Copper Pie brauchen wir. Können wir direkt herstellen, dann haben wir das auch schon mal. Sehr schön. So, und wir brauchen dann nochmal 3-mal dieses Brass. Dazu müssen wir aber erstmal Nahrung sammeln, weil da gehen uns nämlich jetzt gerade die Ressourcen aus. Ich researche jetzt erstmal das Brass Wire. Ich könnte mir vorstellen, dass das für Dings ist. Für die Steam Engine, dass man da irgendwas braucht. Ich habe keine Ahnung. Einmal, wir haben 2-mal Dings. Wir haben noch 2-mal, ah ja, Tatsache. Wir brauchen noch 1-mal Dings, dann haben wir das Research Level haben wir auch schon durch dann wieder. Sehr schön. Heißt also, ich fülle mal wieder unser Bestand auf. Da kann das rein. Dann wissen wir, dass wir das da haben. Hier kann das rein. Chemikalien kann auch wieder hier rein. Sehr schön. Holz füllen wir auch mal wieder auf. Haben wir, glaube ich, auch ein bisschen was rausgenommen. Wie gesagt, die sind alle voll mit Holz hier, ne? Die Dinger. Hier ist noch eine alte Kiste. Ah, hier unten sind die alten Kisten noch. Und hier oben sind ein paar neue, die auch voll sind. Aber gut, nichtsdestotrotz haben wir das soweit fertig. Sehr schön. Das heißt, wir können weiter düsen. Ja, ich weiß, wir haben noch einen Kollegen stehen. Den würde ich mal aufpick-upen. Damit ich hier nicht vergesse, wir müssen Nahrung sammeln alles. Also, let's go. Woohoo.